So, wir sind hier immer noch im Campsite Circus und ich stehe jetzt hier gerade mit dem Thomas, mit dem Björn und mit dem Jan. Und die Jungs haben hier eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Da könnt ihr am besten ein bisschen was zu erzählen. Ja, das ist unsere Painted in Blood Ausstellung, wo wir halt Heavy Metal Artworks ausstellen, die wir für Bands gemacht haben. Und das ist das erste Mal auf dem Festival für uns und deswegen auch eine ganz neue Erfahrung. Und bisher macht es echt Spaß und die Leute finden das auch interessant. Manche gucken ein bisschen irritiert, weil man das nicht so kennt. Ja. Aber darum ging es ja dann auch, mal was Neues zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also kanntet ihr euch denn vorher schon oder wie ist das Ganze so zustande gekommen? Also habt ihr von euch aus irgendwie gesagt, so wir haben mal Bock auf so eine Ausstellung oder sind die vom Summer Breeze auf euch zugekommen und haben gesagt, komm, stellt doch mal hier ein bisschen was aus? Im Prinzip war es eine Mischung aus allem. Also grundsätzlich kennen wir drei uns erstmal über 20 Jahre. Wir kommen alle ursprünglich vom Niederrhein, waren alle so in verschiedenen lokalen Bands aktiv, mal länger, mal kürzer. Und dann ist man sich immer schon über den Weg gelaufen. Und dann haben, ich glaube, zuerst Jan oder Thomas ungefähr zeitgleich sich so ein bisschen angefangen in der Grafikwelt zu bewegen und Artworks zu machen. Ich habe das dann irgendwann später auch aufgegriffen und dann haben sich unsere Wege noch mal öfter gekreuzt. Mhm. Und irgendwann waren wir uns dann vor ein paar Jahren mal bei einem Bier gedacht, wir müssen noch mal irgendwann zusammen eine Ausstellung machen. Wie so Sprüche halt immer fallen, aber dann ist nie was draus geworden. Und dann haben wir jetzt im Februar 2016 haben wir dann zum allerersten Mal erst endlich gebacken bekommen, eine gemeinsame Ausstellung zu machen. Die war in Bochum, in der Sold Out Gallery. Cool. War auch ziemlich geil. Und der Thomas ist halt auch oft fürs Summer Breeze tätig gewesen. Dadurch kennt er halt eben Achim und Ralf und so weiter. Und, der Ralf war auch auf unserer Ausstellung in Bochum und fand das cool und meinte, ey, das wäre doch vielleicht was für Summer Breeze. Wir haben ein neues Zelt, neue Bühne, da brauchen wir noch ein bisschen Programm für. Ja. Und letztendlich sind wir so dann hier gelandet. Und das geht jetzt quasi bis Samstag dann durch und ihr seid auch immer hier am Start und könnt den Leuten ein bisschen was dazu erzählen oder wie habt ihr das dann? Also bis Samstag geht es nicht, es ist nur gestern und heute, jeweils von 12 bis 17 Uhr. Okay. Und in der Zeit sind wir auch da und klar, wenn jemand was wissen will, dann erzählen wir was dazu. Mhm. Und das kommt natürlich auch vor, dass die Leute fragen, für welche Band war das denn nochmal? Wir haben halt auch hier ein Infosheet, das sieht aber nicht jeder sofort. Und da ist dann auch natürlich Interaktion mit den Leuten und wir sagen ein bisschen was dazu. Sehr, sehr geil. Und ihr habt ja auch ihr ein cooles Rahmenprogramm, ne? Also jetzt gerade hatten Undertow ein sehr cooles Unplugged-Konzert. Da hattest du ja auch noch einen kurzen Auftritt. Auch, ne? Chapeau. War wirklich sehr, sehr cool. Die Jungs kennst du auch irgendwie von vorher schon, oder? Ja, die Jungs von Undertow kenne ich, glaube ich, auch schon seit ungefähr 20 Jahren. Ich habe ja damals mit meiner alten Band Nightingales, haben wir öfter mal mit Undertow gespielt und ich glaube, bei dem allerersten oder beim zweiten Summer Breeze 1998 oder 99 standen wir auch schon gemeinsam hier auf der Bühne und ich habe für Undertow auch zwei, drei Artworks gemacht und ist auch eine meiner persönlichen Lieblingsbands und gerade die Unplugged-Geschichte fanden wir, bot sich für das Ambiente der Ausstellung hier echt an und hat uns auch super gefallen und hat auch sehr guten, sehr großen Zuspruch gefunden. Cool. Ja, cool. So, wir haben uns auf jeden Fall gedacht, es ist zu schade, wenn man nicht zu den einzelnen Sachen nochmal vielleicht ein bisschen was erwähnt. Und deswegen hat sich Jan netterweise dazu bereit erklärt, nochmal zu seinen Kunstwerken ein bisschen was zu erzählen. Und du hattest gerade schon gesagt, Lemmy ist gerade sehr... Wird halt auch als Print oft nachgefragt, gerade jetzt wegen der aktuellen Ereignisse. Ja. Das war eine Serie von Rockstars, Misfits, Hatfield, da gab es noch Iggy Pop und... ein paar andere für eine Einzelausstellung, auch in der Sold Out Gallery damals. Da habe ich jetzt die metal-affineren Punkrock-Themen mal mitgebracht. Ja. Wie gesagt, Lemmy ist natürlich momentan am aktuellsten da und wird auch am meisten angefragt. Okay, und das ist dann aber so als Bild und jetzt nicht nochmal irgendwie für Shirts oder so? Oder wie ist das? Nee, das sind private Arbeiten gewesen, die jetzt aus meinem persönlichen Enthusiasmus raus entstanden sind. Ja. Und dann gab es diese Einzelausstellung dazu und die habe ich jetzt halt hier nochmal mitgebracht. Genau, also wie kam es da zum Beispiel zu? Also die Geschichte dahinter ist, dass es ein Artwork für ein Zeitschriftenfeature war. Das ist halt auch gemalt gewesen, so eine Collagentechnik mit Acryl auf Leinwand. Okay. Und dann hat das aber dem Label und der Band so gut gefallen, als die Platte rauskam. Und da sind die gerade in Amerika durchgestartet. Und dann gab es dieses Motiv als US-Anzeigenkampagne und wurde halt auch in Billboards in L.A. und so aufgehängt. Das ist natürlich irgendwie auch ganz cool gewesen, dann das eigene Artwork zu sehen in riesiger Billboard auf dem Sunset Strip und so. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
Und so, sag mal, ich meine, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht, ich hatte in Kunst eine 5 und das auch zu Recht. Wie lange brauchst du für sowas? Circa. Also das musste halt schnell gehen wegen Zeitschriften-Feature. Mhm. Das hat dann ungefähr 4-5 Tage gedauert oder so. Doch so schnell, genau. Das ist so eine Technik, da sind Filmplakate hintergeklebt, man kann die erkennen, Jane Russell und so alles, was so ein bisschen zu dem Volbeat Rock'n'Roll Gangster Pulp Rockabilly Image passt mit dem Cadillac im Hintergrund und so. Okay. Und da drauf ist dann halt mit Pinsel und Acrylfarbe die Band und die Olle gemalt. Okay. Wir latschen jetzt zusammen mit Björn auch nochmal hier durch. Zum Tim rübergehen. Ja. Ah, so, warte. Hep. Eknate Artwork. Ah, ja, sehr gut. Für die Leute, die es nicht wissen, Tim ist wiederum gerade hinter der Kamera und erzähl doch mal eben ganz kurz was dazu. Ja, also das ist das aktuelle Album Artwork für Hacknate, beziehungsweise auch das letzte, weil die Jungs sich ja leider auflösen nach der aktuellen Live-Saison. Und der Titel ist Inhabitants of Carcosa und das Grundkonzept kam so ein bisschen vom Phil, vom Sänger von Hacknate, weil er halt eben großer Fan dieser Kurzgeschichte gewesen ist wie heißt nochmal jetzt die Serie? Genau, und True Detective, wo diese ganze Thematik auch aufgegriffen wird. Und die Jungs haben das auch visuell auf der Bühne so ein bisschen aufgegriffen mit den Klamotten und so weiter. Und dass das generell so ein bisschen so diese Totem-Optik hat, das war halt mein Input, aber halt so ein bisschen diese Thematik, dass es sehr organisch sein soll und auch mit so blassen Gelbtönen und so weiter. Das basierte eben alles auf diesem Carcosa-Mythos bzw. der Story. Und es sollte einfach so diese abstrakte, bedrückende Stimmung von diesem ganzen Kontext, der da in dieser Kurzgeschichte passiert, sollte das Artwork halt so ein bisschen aufgreifen. Ja, das ist ja auf jeden Fall gelungen. Ja, ich hoffe doch. Also die Jungs waren auch recht zufrieden und das war auch so ein bisschen Fummelsarbeit. Also ich bin ja auch leider keiner, der sonderlich toll zeichnen kann. Also ich arbeite halt auch mit Fotos als Grundlage oder halt eben digital. Retuschiere auch mal öfter was mit der Hand, aber so die Basis sind letztendlich alles Fotos. Und halt jedes Element, jedes Spinnennetz, jeder Stacheldraht, jeder Apfel da unten ist halt alles ein eigenes Foto. Und das wird dann so gesehen, wie man früher auch mit Schere und Papier und Kleber eine Collage gemacht hat, ist es eigentlich heute auch, nur halt eben ohne Schere und Kleber. Krass, und wie lange brauchst du ungefähr für zum Beispiel so ein Werk? Ah, das kannst du super schlecht einschätzen, weil das ist halt immer super individuell von Projekt zu Projekt. Also jetzt speziell bei dem? Sowas ist dann halt ein bisschen aufwendiger, weil es halt einfach sehr detailliert ist, weil halt super viele Bildelemente sind. Es gibt auch andere, die halt, wenn du mal darüber sprichst, zum Beispiel der Typ mit dem Loch in der Brust. Ja. Das ist ein bisschen reduzierter. Da hast du ein Hauptfoto von dem Hauptcharakter. Das ist übrigens unser Soundmann. Man muss ja immer die Mode. Hat seinen Job nicht richtig gemacht. Und dann habt ihr gesagt, so, pass mal auf. Nein, man muss ja immer, weil ich halt schon viel als Hauptfigur auch mit Menschen arbeite, muss man ja seine Models irgendwie akquirieren. Ja. Da muss dann der Soundmann herhalten. Ja, ach, ich habe schon den halben Freundeskreis auf Cover Artworks verwurstet. Aber da haben die doch auch bestimmt Bock drauf, oder? Ja, ich meine, ist doch. Genau, ich zahle denen ja nichts. Die kriegen dann einen feuchten Händedruck oder eine Flasche Whisky vielleicht und haben dann Spaß dabei, sich in dreckige Klamotten stecken zu lassen von mir oder sich mit Blut besudeln zu lassen. Sich ein Loch in die Brust schießen zu lassen. Ja, da muss ich ja gestehen, das ist nicht echt. Da muss ich euch leider enttäuschen. Aber er hatte wenigstens die Fliegerbrille auf und dieses Fliegermützchen. Ach geil, cool. Ist halt so ein bisschen so dann ein modernes Icarus-Konzept, ne? Mit den Flügeln dahinter und so. Oder Quacks der Bruchpilot, je nachdem, aus welcher Generation man kommt. Thomas ist jetzt auch nochmal so nett und erzählt uns ein bisschen was zu seinen Artworks. Und wir haben uns jetzt hier mal, oder Thomas, du hast ja eins ausgesucht, das ist von? Ja, das ist für Avantasia, für das Album The Scarecrow. Mhm. Und das war für mich halt eins der wichtigsten Artworks, weil die Band halt auch ziemlich erfolgreich war und auch darüber hinaus dann noch erfolgreicher geworden ist, was natürlich auch an dem Artwork liegt. Natürlich. Aber das war für mich sehr, sagen wir mal, befriedigend, weil das Album ist halt ein Scarecrow, das ist halt ziemlich offensichtlich, dass da noch eine Vogelscheuche drauf ist. Mhm. Da war auch der erste Entwurf direkt ein Volltreffer. Tobias Sammen war total begeistert und das war halt so eine richtig runde Sache. Und mit dem Bild bin ich selber auch total zufrieden gewesen, der Kunde auch. Deswegen habe ich es auch hier so groß gemacht, weil es mir einfach viel bedeutet und die Platte dann auch in Top 10 gechartet ist. Und das war
wie schon gesagt, so eine richtig runde Sache, die allen Teilchen Spaß gemacht hat. Ja. Und für mich dann ja auch mit Avantasia eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit dann danach gefolgt ist. Und das macht auch wirklich Spaß mit Tobias. Wir haben da, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal sind auch 7 Entwürfe dann scheiße, yeah, fangen wir mal von vorne an. Yeah. Aber am Ende entstehen halt immer Bilder, die mir persönlich sehr gut gefallen und yeah, Tobias auch. Und deswegen ist das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Man reibt sich auch mal so ein bisschen aneinander und muss yeah, dann Dinge austanzen. Yeah. Aber am Ende sind immer alle happy. Okay, und wie, sag mal, wie kam es dazu? Also ist er damals auf dich zugekommen oder das Management oder wurdest du da irgendwie weiterempfohlen oder wie, wie hat sich sowas ergeben? Ich hatte vorher schon ein paar Sachen für Edgar gemacht, mhm, also die ja, andere Band von Tobias. Mhm. Und er ist damals auf mich zugekommen. Er hatte ein paar Booklets von mir gesehen und mhm, ich habe tatsächlich zuerst ein Booklet für Edgar gemacht, da war mhm, das Cover schon fertig. Und darüber, das lief halt auch schon gut. Das mhm, war damals die Mandrake, glaube ich, ist auch schon echt eine Weile her. Und dann hat sich da wirklich eine langjährige Zusammenarbeit entwickelt, mhm, die dann eben auch auf Avantasia dann übergegriffen hat. Und mittlerweile ist es eigentlich eher Avantasia als Edguy geworden. Das ist das Artwork für Angel of Babylon. Mhm. Das fällt so ein bisschen aus der Reihe, weil auf allen anderen Artworks ist eigentlich immer das ein Skelett mit Zylinder zu sehen. Ja, ja. Und das ist jetzt ein anderes Motiv. Das war aber auch seinerzeit so, dass dieses Album zeitgleich mit The Wicked Symphony erschienen ist. Mhm. Und da ist halt das Skelett mit Zylinder drauf. Mhm. Und dann musste das Cover sich schon ein bisschen davon abgrenzen, damit die Leute okay, auch verstehen, das sind wirklich zwei eigenständige Alben, die nur gleichzeitig veröffentlicht werden. Und deswegen fällt das so ein bisschen aus der Reihe. Ah ja, da ist er wieder, der Zylindermann. The Wicked Symphony, gerade schon erwähnt, da ist wieder der Zylindermann. Und wie gesagt, das Album ist zeitgleich mit Angel of Babylon erschienen mhm, und deswegen sollten die Artworks halt auch farblich und thematisch und so schon deutlich voneinander getrennt sein. Okay, cool. Ja, super. Und dann gibt's noch eins. Ja, dann zeigen wir uns das auch noch. Komm! Also wenn wir schon dabei sind, ich wollte es gerade sagen. So. Ich erahne es. Unser alter guter Freund, der Zylindermann. Ist auch auf dem aktuellen Avantasia-Album drauf mit mhm, dem Namen Ghost Lights. Und das ist, wie gesagt, das Album, was dieses Jahr rauskam. Das war, glaube ich, sogar auf Platz 2 in den Charts. Cool. Das ist dann auch immer ein echt schönes Gefühl, wenn man dann in einen kleinen Plattenladen geht ja, und dann da die CD stehen sieht. Ach cool, nee, super. War das denn in dem Falle dann auch wieder so ein direkter Volltreffer wie da vorne bei dem anderen oder ist das, gab es halt so mehrere Male? Das war so ein Zwischending, würde ich sagen. Ja. Es gab noch ein anderes Artwork, was dann später aufs T-Shirt gekommen ist. Das war viel präsenter. Da war der Zylindermann mehr im Vordergrund und hat die Laterne auch so auf den Betrachter zugehalten. Okay. Aber das war Tobias zu sehr in your face, sag ich mhm, mal. Ja. Und er wollte das so ein bisschen mystischer haben, mehr Landschaft drumherum, ein bisschen mehr Tiefe. Und deswegen okay, ist dann auch dieses zweite Artwork entstanden. Aber das andere ist halt auch im Booklet verwertet worden und auch als okay, Merch-Motiv. Von cool, daher wird sowas, das geht dann nicht vor die Hunde. Okay, super. Also weil die thematisch auch sehr stark zusammenhängen. Es mhm, ist halt dieselbe Figur, nur aus einer anderen Perspektive, in einem anderen Setting. Ja, ach cool. Super, ich danke dir. Also finde ich wirklich richtig super, mega interessant. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und viel Spaß. Danke sehr. Dann bis bald mal. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.